Nur noch 2 Tage bis Weihnachten. Oh mein Gott, es ging schon wieder so schnell rum, die ganze Adventszeit und der Dezember. Und damit welcome zu Vlogmas Day 22. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney. So, als erstes werden wir jetzt zusammen den Adventskalender öffnen. Das ist so schade, dass die Adventszeit immer so schnell vorbeigeht. Ich liebe diese Zeit und die ist einfach so stressig immer und geht deswegen so schnell vorbei. Und das ist immer so schade, aber gut, wir öffnen jetzt erstmal den Adventskranz zusammen. Habe ich gerade Adventskranz gesagt? Ich meine natürlich den Adventskalender. Ich kann noch nicht mal mehr reden. So, hier oben ist sie. 22. Was ist das hier? So, Janeiro Brazilian Bum Bum Cream, okay. Also irgendeine Creme. Ich denke mal, vielleicht eine Handcreme. Gucken. Also ich würde jetzt... Oh ne, okay, für den kompletten Körper. Also eine Body Cream, eine kleine. Ich muss erstmal natürlich wieder schnüffeln, wie es riecht. So, erstmal riechen. Oh, das riecht nach Vanille. Das riecht schon mal sehr, sehr gut. So, ich war gerade fleißig. Ich habe jeweils für diesen Kanal und für meinen Manga-Kanal ein Video gedreht. Und zwar jeweils meine Top 5 Jahresfavoriten. Einmal die Mangas und einmal die Bücher halt. Und ja, endlich mal wieder neue Videos. Ja, ich hatte einfach sowas von keine Zeit und Lust. Und ja, genau, jetzt habe ich es wenigstens geschafft, etwas zu machen. Und ja, genau, das werde ich gleich schneiden. Gerade lädt das auf meinen Rechner hoch und genau, dann werde ich gleich anfangen zu schneiden. Ich muss noch das Vlogmas von gestern schneiden und schauen, ob es jetzt für ein Video reicht oder ob ich es mit diesem hier zusammenschneide, muss ich mal schauen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, passiert dort nicht viel. Und erst heute Abend auf den Geburtstag von meiner Freundin, die hat ja 30, die ist jetzt 30 geworden am Dienstag. Und ja, genau, da sind wir dann auf dem Geburtstag feiern und ja, genau. Das ist so der Plan für heute. Und bis heute Abend werde ich mich dann nachher einfach nur noch, ja, es mir gemütlich machen und wie gesagt Videos schneiden und vielleicht ein bisschen was an Weihnachtsfilmen noch gucken. Ich bin ja ein Weihnachtsfreak, wie ihr wisst. Und ja, genau, das ist so der Plan. Schaut mal, hier liegt so ein bisschen Weihnachtschaos. Ich habe noch nicht genug Geschenkpapier, glaube ich. Ich muss gleich nochmal was kaufen. Wir verstehen da so ein paar Geschenke und ich habe schon ein bisschen angefangen einzupacken. Und zwar für die Mama und den Stiefpapa von meinem Freund. Beziehungsweise die Sachen für den Stiefpapa von meinem Freund sind halt bei der Mama. Die hat die besorgt, das sind wohl irgendwelche Klamotten. Aber wir haben ja auch noch was zu verschenken für, an die zusammen. Und die für die Mama sind halt hier. Und das liegt halt hier schon bereit. Die schön mit Schleifenband und allem drum und dran. Ich liebe sowas ja, ne? Da liegt auch noch ganz viel Schleifenband und Geschenkpapier. Aber wie gesagt, ich brauche noch Geschenkpapier, das reicht nicht. Oh, und guckt mal, diese Geschenkanhänger, sind die nicht süß? Oh, falsch rum. Sind die nicht niedlich? Ich finde die voll hübsch. Und die hier habe ich auch noch, die finde ich auch süß. Wobei ich die hier noch süßer finde. Ich hätte die gerne zweimal gehabt, diese Box, aber die gab es nur einmal bei TK Maxx. Die habe ich auch von TK Maxx und das Geschenkpapier ist auch alles von TK Maxx. Aber wie gesagt, das reicht nicht, ich muss noch was besorgen. Und ja, die Geschenke kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, aber ja, das hier. Dein Ernst? Du hast geschummelt! Nochmal! Guck dir nicht rein! Du hast geschummelt! Ich hab euch nicht gehört. Es ist nicht ihr Ernst. Echt, ey. Erstes Wort. Moment. Wohl war. Gar nicht. Ich habe überhaupt nicht geschummelt. Jawohl. Heute. Ja. Ja. Schrubb mal schön. Aber ich habe die vor den Kamin gestellt, ne? Also riecht es, steigt eigentlich in die Nase. Ja. Es riecht frisch. Riecht frisch. Gut, Zahnpasta. Ja, und wenn du nachher keine Zahnpasta mehr übrig hast, ne, hier dann. Du. Genau. Oder du leckst einfach ein paar Mal da an. Ja. Ja, das kann noch dauern, Nessa. Kannst du das zwischendurch, glaube ich, ausmachen? Ich kriege raus, wenn du feierst. So. Ich feiere in der Bar. In der Bar. Ich raus, das ich mach an deinem Handy. Ne? Ich wollte noch mal gucken, in Osnabrück ist ja die Schrackert.
Das geht wirklich gar nichts. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hab's nicht mehr. Das ist sehr gut. Also bei dem Tempo ist im Morgen vielleicht fertig. Wenn wir jetzt frisch drauf gehen müssen, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen. Du musst die Fingernägel nehmen. Jetzt schöpfst du das ab, oder was? Ich muss ja immer so weg. Oh mein Gott. Scheiß auf die Nägel, auf der Zeit. Nee, sie hat viel. Bitte, ich würde sagen, das dritte nehmen wir nachher wieder mit. Ne? Also ich sicher, das wird keiner. Diese Aggressionen dabei. Da kann nur das echt froh sein. Sicher. Das ist der erste geahmte Geldschein, ne? Ja, der ist aber groß. Mehr Rasergeld. Ich habe auch so einen Scheck. So. Zeigen! Yes! Wo ist denn die Ende? Sabrina! Hast du die? No! No! Oh. Oh. Ich finde das cool! Warum du das mitgenommen hast? Ich mach mich dafür! Wie cool! So, viel Spaß, ne? Ja, ich hab ja die. Ja, die schöne Verpackung muss jetzt leiden. Alter Schwede. Wie viel Tonnen? Das ist von der Arbeit mit drin. Lass dich überraschen. Von einer Stretchfolie. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Danach hat er keinen Bock. Nein. Da gab's doch Staub drauf. Alles einzeln eingepackt. Das meine ich nicht. Ich bringe meinen Staubsauger mit. Oh nein! Das hast du jetzt nicht gemacht! Boah, das ist aber mies! Juhu! Schnee! Oh, was jetzt? Oh! Ja. Will er schicken, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach, das war ja mit der Lippe. Ja. Oh nein! Ich mal erfassen. Aber du! Nein! Also, nein! Okay, so ein Film ist natürlich viel cooler als so eine Kamera. Oh, wie cool! Ah ja, voller Musik. Oh,